Herzlich willkommen, bienvenidos y bienvenidas. Und herzlich willkommen zu einem besonderen Abend hier im Kino International. Wir freuen uns sehr, dass Sie durch den Regen und durch die Kälte hierher gekommen sind, sodass wir ein bisschen mehr Verständnis gewinnen von der digitalen Gesellschaft. Das ist ein Abend zum Zuhören, ein Abend, um über unsere Welt nachzudenken, um über die Demokratisierung der digitalen Welt zu sprechen und eine Nacht, wo wir auch genau über diese Themen sprechen wollen. Und wir machen genau das, zuhören, denken und sprechen. Ich heiße Miriam. Ich freue mich, Sie hier zu treffen, auch wenn ich Sie eigentlich gar nicht wirklich sehen kann, aber ich bin hier die Moderatorin für die nächsten 2 Stunden. Dies ist kein einzigartiger Abend, sondern es ist der Ausgangspunkt, der Startpunkt für eine ganze Serie von Veranstaltungen, die im Jahr 2018 stattfinden werden. 2 Institutionen organisieren diese Veranstaltung. Eine Institution kommt aus dem Bereich der Wissenschaft und die andere Institution kommt aus dem Bereich der politischen Bildung. Also als Beginn für heute Morgen werden wir einen kurzen Einführungsvortrag haben für diese ganze Serie hier, von ein kleiner Vortrag oder eine kleine Einführung von den beiden, von 2 Vertreterinnen der beiden Institutionen, die das hier organisieren. Begrüßen Sie mit mir Frau Grüne und Frau Hofmann. Also das sind jetzt einfach mal die Leute, die auf ihrem Sofa sitzen und uns über den Livestream verfolgen. Wir begrüßen also auch Sie. Das ist Jeanette Hofmann hier. Sie ist Forschungsdirektorin beim HIC, dem Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, also kurz gesagt dem Humboldt-Institut. Und das hier ist Petra Grüne. Sie ist Leiterin des Veranstaltungsreferats der Bundeszentrale für politische Bildung, BPB. Ich habe jetzt auch ein neues, jetzt neu gelernt, wie das auf Englisch heißt. Und ich danke Ihnen beiden dafür, dass Sie gekommen sind. Frau Hofmann, ich möchte mit Ihnen anfangen, denn Sie sind der Grund dafür, dass wir hier zusammengekommen sind. Sie hatten die Idee für diese Vortragsreihe, um es ganz einfach auszudrücken. Wie kam es dazu? Was hat Sie inspiriert oder was hat Sie vielleicht so geärgert, dass Sie das veranlasst hat, diese Serie zu starten? Ich forsche seit einer ganzen Weile über internetbezogene Themen, seit einigen Jahrzehnten genauer gesagt. Und im letzten Jahr fiel mir auf, dass es jetzt eigentlich Zeit ist, dass wir uns nur auf einzelne Themen konzentrieren, sondern dass wir jetzt ein größeres Bild zeichnen müssen dieser gesellschaftlichen Veränderungen und Transformationen, die in unserer modernen Gesellschaft stattfinden. Und ich habe auch darüber nachgedacht, dass wir ein breiteres Bild erstellen müssen und das braucht eine historische und auch eine theoretische Verwurzelung oder Gründung. Und deswegen habe ich gedacht, dass es notwendig ist, große Denker einzuladen. Und ich wollte auch das Schwergewicht auf europäische Denker setzen. Da gibt es auch einen Grund dafür, denn die meiste Arbeit, die wir zum Thema Internet und Gesellschaft sehen und die Transformation der Gesellschaft und so weiter, das größte Teil dieser Arbeit kommt eben daher, wo auch die Technik herkommt, nämlich aus den USA. In den USA wurde sehr viel Geld in die Forschung über den Prozess der Digitalisierung gesteckt. Und mein Wunsch wäre es jetzt, dass wir auch hier eine europäische Perspektive davon kultivieren und auf unserer europäischen Forschungstradition aufbauen. Und schließlich und endlich wollte ich noch einen öffentlichen Diskurs hier starten, der nicht nur Wissenschaftler mit einbezieht, sondern auch die breitere Öffentlichkeit. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass wir die Bundeszentrale überzeugen konnten, uns hierbei zu unterstützen. Und Sie sind auch hier von der Bundeszentrale der BPB. Frau Hofmann hat jetzt gesagt, dass es um das breitere, größere Bild geht. Es geht nicht um Anekdoten, sondern um das große Ganze. Haben Sie das Gefühl, dass die Leute, die Ihre Zielgruppe sind, normale Bürger wie du und ich, dass da wirklich der Bedarf für so etwas besteht? Oder dass Leute einfach jetzt, oder sind Leute einfach glücklich mit ihren Smartphones und mit Social Media Konten und so weiter? Naja, es hängt so ein bisschen davon ab, mit wem wir sprechen, denn unsere Zielgruppe ist doch sehr breit gefächert. Was wir allerdings in den letzten Jahren beobachtet haben, ist, dass es sehr viel
Das in der typischen Multiplikatorengruppe der Bundeszentrale, nämlich insbesondere Lehrer, dass es da ein großes Interesse für pragmatische Fragen gibt, nämlich zum Beispiel, wie sie digitale Medien in den Schulen verwenden können, wie sie und bestimmte Aspekte der Medienkenntnisse, der Medienbefähigkeit unterrichten können. Und dann gibt es natürlich auch noch so ein paar grundlegende Fragen, die während dieses Vortrags hier angesprochen werden. Aber das ist das, was wir beobachtet haben. Das geht immer Hand in Hand mit der klaren Ablehnung von allem, was mit der digitalen Gesellschaft zu tun hat. Und ich und meine Einrichtung wissen nicht, wo das noch hinführen wird. Wenn man eine solche Einstellung hat, hindert es einen nicht daran, auch das gute Potenzial der Digitalisierung zu entdecken. Hindert es einen nicht daran, etwas tiefer nachzudenken und zu analysieren, wie wir die richtigen Voraussetzungen gestalten und definieren können, die man erfüllen muss, um hier an diesem ganzen Prozess der Digitalisierung aktiv teilzunehmen. Das ist also ein ganzer Prozess und das ist eins der Kernthemen, eins der Querschnittsthemen, mit denen wir uns im nächsten Jahr befassen werden. Also es war ein toller Zufall, dass Jeanette uns ansprach wegen dieser Zusammenarbeit. Und ich glaube, das passt auch sehr gut. Sie sprachen von dem großen Bild und Sie sprachen davon, dass es man einen pragmatischen Ansatz braucht und hier auch praktisch vorgeht. Nun, sieht es aus mit den Zielen? Was möchten Sie mit dieser Serie gerne erreichen? Mein großes Thema ist das Thema des Agencies, also der Akteure. Wer ist die Treibkraft dahinter? Wir hören oft, dass die Technologie eine selbstständige, autonome Kraft ist. Und ich bin der Ansicht, das ist nicht adäquat. Das ist nicht angemessen, wenn man sich diesen Wandel anschaut. Das heißt, wir brauchen ein besseres Verständnis davon, wie die Interaktion zwischen der Gesellschaft und dem, was wir als Digitalisierung betrachten, vonstatten geht. Und was müssen diese neuen Technologien, welche Anforderungen wollen wir an diese neuen Technologien stellen? Welche Vorhersagen oder Projektionen entwickeln wir oder wollen wir entwickeln? Das heißt, wir wollen unsere Sicht schärfen für das, was passiert und wollen uns in dieser Hinsicht fortbilden. Was wäre das Beste, was heute passieren könnte? Nun, das Beste, was heute passieren könnte, wäre, ist, dass dies einfach ein Ausgangspunkt ist, ein Startpunkt ist, um das Thema, die Diskussion zu diesem Thema auf eine breitere Grundlage zu stellen, wie wir schon gerade mit Frau Hoffmann gesagt haben. Wir stellen fest, dass diese Diskussion über diese Implikationen für die Gesellschaft und die Politik, also die Auswirkungen der Digitalisierung auf Gesellschaft und Politik in kleinen, geschlossenen Kreisen von Wissenschaftlern in der Welt diskutiert wird. Und ich glaube, es ist jetzt Zeit, dass diese Debattenplattform geöffnet wird. Und um das ganz offen zu sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass wir die Bevölkerung von Deutschland komplett repräsentiert haben in diesem Raum. Aber wir fangen zumindest schon mal an, nämlich die Menschen der Bundeszentrale und die Menschen aus der Wissenschaft sind ja hier zusammengekommen und das könnte vielleicht so eine gegenseitige Befruchtung dieser Diskussion ergeben. Und während des Jahres werden wir eine ganze Reihe von verschiedenen Themen hier aufgreifen bei dieser Vortragsreihe. Wir werden das aufsplittern, brechen, unterteilen, sodass es verdaubar ist für den normalen Bürger. Ich denke, der Eröffnungsabend setzt ja sozusagen den Ton für die ganze Vortragsreihe. Warum haben Sie Manuel Castells ausgewählt? Zunächst mal, er ist sicherlich die geeignetste Person, die man einladen kann für einen Eröffnungsvortrag. Er war der Erste mit einem sozialwissenschaftlichen Hintergrund, der die Bedeutung dieses Wandels oder dieses zukünftigen Wandels erkannte. Er hat seine Trilogie des Informationszeitalters schon Mitte der 90er Jahre veröffentlicht. Das war zu einer Zeit, als die meisten hier in diesem Raum wahrscheinlich noch gar nicht wussten, was das Internet überhaupt ist.
Ich habe deswegen gedacht, dass er wirklich die beste Person sein würde, die man hierzu ansprechen könnte. Und dann habe ich ihm einfach eine E-Mail geschrieben und ich habe es glauben geglaubt. Innerhalb von wenigen Minuten hat er geantwortet und gesagt, er käme. Ich war praktisch erschrocken und dachte, das kann eigentlich nur ein Geist gewesen sein, der da geantwortet hat und nicht er selbst. Aber er hat gesagt, dass er kommt, denn ihm gefiel der Gedanke, dass wir hier eine europäische Perspektive entwickeln wollen. Das war also eine fantastische Idee. Danke, dass Sie diese Idee hatten und danke, dass wir daran teilhaben können. Und 400 bis 500 Leute sind hier heute Abend hergekommen, um Herrn Castells zuzuhören und um unsere Vortragsreihe hier zu beginnen. Dankeschön. So, wie wollen wir weitermachen? Zunächst werden wir Herrn Manuel Castells zuhören und seinem Vortrag zuhören und dann werden wir ein Gespräch mit ihm führen. Und da es ja ein Gespräch über die digitale Gesellschaft ist, haben wir jetzt auch ein digitales Instrument, mit dem Sie teilnehmen können. Sie brauchen dafür nur Ihr Smartphone und da können Sie die Fragen eintippen, die Ihnen während des Vortrags kommen. Alex wird gleich noch erklären, wie das funktioniert. Das ist nicht kompliziert, so dass wir dann mit vielen von Ihnen, die hier anwesend sind, praktisch ins Gespräch kommen können. Wir haben gesagt, dass Manuel Castells heute der Gast ist. Und als wir das angekündigt haben, haben sich große Zahlen von Menschen registriert für diesen Vortrag. Also von daher, daraus schließe ich, dass Sie wissen, wer gekommen ist. Ich kann ihn nur ganz, werde ihn ganz kurz vorstellen. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit mir den einflussreichen Wissenschaftler, den Professor Emeritus der Berkeley-Universität, Emanuel Castells. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Miriam. Und ich möchte zunächst mal dem Humboldt-Institut für die Internetgesellschaft und der Bundeszentrale für politische Bildung für die freundliche Einladung danken. Das gibt mir die Möglichkeit, hier heute mit Ihnen den Abend zu verbringen und einige Gedanken mit Ihnen auszutauschen über die Forschung, die ich in den letzten 5 bis 6 Jahren durchgeführt habe. Und ich möchte Ihnen allen herzlich danken, dass Sie so viel Interesse gezeigt haben, dass Sie hier anwesend sind. Trotz des kalten Wetters hier in Berlin. Und ich möchte Ihnen das Geheimnis erklären, warum ich sofort geantwortet habe auf die Frage von Jeanette. Nämlich, ich schätze Berlin sehr aus vielen Gründen. Unter anderem ist Berlin angesehen als eine der führenden Städte im intellektuellen, kulturellen und politischen Erneuerungsprozess in Europa. Das ist im Großen, das ist weithin anerkannt und das ist ein Zeugnis auch für die menschliche Widerstandsfähigkeit und die Fähigkeit, das Elend des Krieges und auch der Bürokratie zu überwinden, sodass jetzt eben Berlin diese führende kulturelle Rolle spielen kann. Und ich habe einen beträchtlichen Teil des gestrigen Abends damit verbracht, in einem Café, das heißt Berliner Republik, und das ist bis 5 Uhr morgens geöffnet. Und das hat noch einmal meinen Eindruck von Berlin bestätigt. Ich war schon mehrere Male in Berlin, aber ich war bisher in den letzten Jahren war ich nicht in Berlin, deswegen war es jetzt auch schon langsam Zeit, dass ich wieder hierher kommen würde. Meine wichtigste Erfahrung in Berlin vor vielen Jahren, ich bin sogar auch nach Berlin gekommen, als es eine geteilte Stadt war, aber meine bedeutendste Erfahrung in Berlin geht zurück auf den Anfang der 90er Jahre. Da gab es immer noch die DDR. Aber es war damals dann doch schon möglich, die Mauer zu überqueren und mit einer kleinen Gruppe von Freunden die bestanden aus Deutschen und Russen, sind wir vielleicht 7 Mal hintereinander über diese Grenze gegangen, um wirklich uns zu vergewissern, dass das auch wirklich möglich ist. Und das war praktisch der Ausgangspunkt dafür, dass wir hofften, dass es möglich ist, eine Welt zu schaffen, in der man geeint ist und nicht getrennt ist. Und danach kam ich auch regelmäßig nach Berlin und
Und auch vor einigen Jahren habe ich hier an einer Konferenz teilgenommen. Das war oft immer eine intellektuelle und auch emotionale Reise. Und aus emotionalem und intellektuellem Interesse bin ich hierher gekommen. Und ich habe einen großen Teil meines intellektuellen Lebens in Berkeley verbracht. Jetzt wohne ich in Los Angeles, aber immer noch verbringe ich die Hälfte meiner Zeit in Europa, insbesondere in meiner Stadt Barcelona. Aber ich besuche auch andere Städte in Europa, um dort die Vitalität dieses kulturellen Austausches auch zu spüren. Mein Vortrag heute Abend bezieht sich also die einzige Technik, die nie funktioniert, ist immer diese Tontechnik während der Vorträge. Manchmal hatte ich schon auch beschlossen, das Mikro einfach wegzuwerfen. Und dann, also als ich jung war, da war ich Schauspieler im Theater. Das ist sehr ähnlich, artverwandt einem Soziologen. Und dann habe ich mit meiner Schauspielerstimme gesprochen. Aber jetzt verlasse ich mich einfach auf die deutsche Technik und dann wird das schon funktionieren und werde eben hier von hier vorne vom Rednerpult aus sprechen. Das Thema meines heutigen Vortrages ist in gewissem Maße für mich das wichtigste Thema meiner Forschungsarbeit, mit der ich mich seit einigen Jahren schon befasse. In meinem Buch Communication Power ist das auch aufgeführt, aber in den letzten 6 bis 7 Jahren war eben dies meine Leidenschaft, dieses Thema. Denn Macht und Beziehungen, das sind die grundlegenden Beziehungen oder Verhältnisse in einer Gesellschaft, das sind die Grundlagen einer Gesellschaft. Und das war eigentlich mein Thema während meiner ganzen Karriere, Macht. Warum ist das das Hauptthema? Diejenigen, die an der Macht sind, gestalten und bestimmen die Normen und die Institutionen, die die Beziehungen in unserem Leben dann bilden. Also Machtverhältnisse sind also die grundlegenden Verhältnisse einer Gesellschaft, das ist sozusagen die DNA einer Gesellschaft. Aber interessant ist auch, dass da, wo Macht ist, da gibt es auch immer Gegenmacht. Und in diesem Sinne ist meine Analyse keine Analyse der Herrschaft im klassischen Sinne der Soziologie, sondern es ist immer eine Analyse der Herrschaft und Gegenherrschaft, Power, Macht und Gegenmacht, Widerstand gegen diese Macht und der Fähigkeit und der Möglichkeiten derjenigen, deren Werte und Interessen von den Institutionen der Gesellschaft ausgeschlossen sind, ihren Widerspruch zu äußern und einen Wandel dieser Institutionen zu versuchen herbeizuführen. Unsere geschichtliche Erfahrung aus der Vergangenheit und aus der Gegenwart ist immer bestimmt gewesen von der Interaktion zwischen Macht und Gegenmacht. Ständig. Und ohne, es gibt keinen sozialen Frieden. Es ist ein endloser, ständiger Interaktion zwischen dem Versuch der Behörden so zu bleiben, wie sie sind, und dem Versuch, diese Behörden oder Einrichtungen demokratisch Schritt für Schritt zu ändern und neue Werte, neue Interessen in diese gesellschaftlichen Institutionen einzubringen. Und deswegen wurde Macht im Großen und Ganzen immer durch zwei Mittel im Prinzip ausgeübt. Und so ist Macht auch in der Soziologie konzeptualisiert worden. Es gibt vielleicht noch andere Formen von Macht, aber im Prinzip gibt es zwei große Prozesse, Macht, Institutionen, Zwang, Macht durch Zwang und Macht durch Überzeugung, Macht über die Körper und Macht über den Verstand, den Geist. Das bedeutet auf der einen Hand Macht
in der Tradition von Max Weber als Monopol der legitimen, des legitimen Gewalt des Staates, also das Gewaltmonopol, das legitime Gewaltmonopol des Staates. Das ist, wird eigentlich als die Hauptform der Gewalt, der Macht angesehen. Aber dann gibt es auch noch eine andere Macht, nämlich den Verstand oder den Geist der Leute zu formen, also einen Konsens herbeizuführen zu Themen durch bestimmte Aktionen bestimmter Machtzentren in der Gesellschaft oder durch Resignation der in Bezug auf diese Themen. Das sind die grundlegenden Mechanismen der Macht, und da gibt es eine lange Tradition dafür in den Sozialwissenschaften von Foucault, und aber auch der Begriff von Gramsci von Macht in der Gesellschaft, nämlich die Möglichkeit, den Verstand zu formen, unser Denken zu formen. Diese Macht durch Zwang und Macht durch Überzeugung und Widerstand dagegen oder eben kein Widerstand dagegen, und die Menschen reagieren gegen oder auf die Unfähigkeit, an diesem Diskurs teilzunehmen, an dieser Debatte teilzunehmen. Es gibt also Macht und Gegenmacht, es gibt Macht durch Zwang und Macht durch Überzeugung in beiden Fällen und auf beiden Seiten. Und auf beiden Seiten, insbesondere im Falle der persuasiven Macht, der Macht durch Überzeugung, da hängt alles von Information und Kommunikation ab. Information und Kommunikation sind hier die entscheidenden Instrumente der Macht, und es sind die entscheidenden Instrumente der Gegenmacht. Während der ganzen Geschichte war das so. Und warum war das so? Es ist durch Kommunikation, dass Menschen miteinander in Verbindung treten. Also wenn dieser Kommunikationsprozess von denjenigen kontrolliert wird, die an der Macht sind, dann sind die Signale, die die Leute erhalten, Signale, die von einem Wertesymbol oder Interessenssystem kommen, die angepasst sind an das, was die Mächtigen denken oder was die Mächtigen wollen, dass das Volk denkt von ihnen. Und die einzige Möglichkeit, das zu ändern, besteht darin, dass die Menschen, die dem nicht zustimmen, die diese soziale Ordnung nicht akzeptieren, mit anderen Leuten kommunizieren, die ähnliche Einstellungen, ähnliche Erfahrungen haben wie sie, um diesen den Kommunikationsprozess reprogrammieren zu versuchen. Das heißt, das ist ein ständiger dialektisches Verhältnis zwischen diesen beiden. Also Information und Kommunikation sind die Schlüsselfaktoren bei der Verbreitung und der Ansammlung von Wohlstand und Macht. Das war immer schon so in der Geschichte. Und diese Prozesse, die in Information und Kommunikation bestimmen, hängen insbesondere von bestimmten technischen Paradigmen an. Das heißt, Kommunikation ist sehr anders, je nach Informationstechnik, die man verwendet, je nach Zeit. Das war zum einen mal die Druckerpresse, und es könnte auch die Kirche sein, wo die Kirchenoberen bestimmte Theorien und Ansichten verbreiteten. Aber Pamphlete waren immer schon wichtig während der ganzen Geschichte. Also die Art, wie wir denken, hängt nicht nur von uns ab oder von einem abstrakten kulturellen Begriff, sondern hängt von den Signalen ab, die wir von anderen erhalten. Also die Verbindung zwischen unseren neuronalen Netzwerken und den Kommunikationsnetzwerken ist wichtig für jede Art von sozialer Interaktion. Und in diesem Sinne bestimmt Technologie nicht, aber ist ein wesentliches Medium für die Kommunikation und für die Verbindung zwischen unseren neuronalen Netzen und den Telekommunikationsnetzen. Und das Schlüsselelement unserer Zeit ist das Aufkommen der digitalen Netze und der digitalen Informationsnetze.
Und Martin Hilbert, ein Wirtschaftswissenschaftler, hat bei mir promoviert in Los Angeles, und das war 2010. Und er hat eine Zusammenfassung seiner Dissertation im Journal of Science veröffentlicht. Und das ist sozusagen ein Standardwerk der wissenschaftlichen Forschung. Und seine Dissertation wurde, da hat er zum ersten Mal berechnet, dass die Information, die insgesamt auf dem Planet vorhanden ist, und die Plattformen, über die diese Information distributiert, verteilt wird, das hat er zum ersten Mal berechnet, und er hat gezeigt, dass 92% aller Informationen auf dem Planeten, das in Bytes gemessen, 92% dieser Informationen sind schon bereits digitalisiert. Ich glaube, dieser Anteil ist inzwischen sogar 95-96%. Das heißt, wir leben auf einem Planeten, wo eigentlich die Information fast komplett digitalisiert ist. Und damit sind zwei Dinge möglich. Nämlich erstens das Vorhandensein einer gemeinsamen Kommunikationssprache zwischen verschiedenen Kommunikationselementen, und zweitens die Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten durch digitale Technologien. Und dadurch können diese Informationen neu kombiniert werden und ausgetauscht werden in allerhöchster Geschwindigkeit. Und wie wird das übermittelt? Dieses Bild soll Ihnen zeigen, wo wir in unserer Gesellschaft stehen. Und zurzeit, von diesen 92%, ist es so, dass 6-7% der Informationen, oder 95-96%, also der größte Teil dieser Informationen ist zugänglich über das Internet oder über Wireless, drahtlose und schnurlose Verbindung. Wir haben 7,5 Milliarden Menschenleben hier, aber wir haben 7 Milliarden WLAN-Geräte, also Teilnehmer und Geräte. Wenn wir Kinder und die jünger sind als 3 Jahren ausnehmen, aber wahrscheinlich haben auch sogar Kinder, die jünger als 3 Jahre alt sind, ihre eigene WLAN-Nummer. Wenn wir die ausnehmen, dann bedeutet das, dass eigentlich jeder Mensch auf dem Planet hier Anschluss ans Internet hat, natürlich mit unterschiedlichen Möglichkeiten, unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten, aber das heißt, wir sind verbunden mit dem Internet. 50% der Weltbevölkerung hat ein Smartphone, also ein internetfähiges Gerät. In diesem neuen Umfeld passieren eine ganze Reihe von Dingen, die schwerwiegende Auswirkungen auf die Institutionen der Wohlstandsschaffung und der Machtschaffung haben. Und hier müssen wir uns etwa an die grundlegende Logik dieser Institutionen erinnern und sie uns vor Augen halten. Die Institutionen in der Gesellschaft sind um den Staat an sich herum oder die Regierung herum organisiert. Und die Produktivität, also die Schaffung des Wohlstands in unserer Gesellschaft, ist um das Kapital herum organisiert. Staat und Kapital sind immer noch die Ecksteine unserer sozialen Organisation, gesellschaftlichen Organisation. Das heißt, sie sind immer noch dominierend und beherrschen immer noch all das, auch das, was im technologischen Umfeld passiert, obwohl eines der kritischen Themen des Internets darin besteht, dass die Nutzer des Internets auch den Inhalt des Internets selbst mitgestaltet haben. Sowohl Staat als auch Kapital operieren in einem vorgegebenen technologischen Umfeld in unserer Gesellschaft. Das ist die Digitalisierung von allem. Staaten möchten ihre Macht behalten. Das Kapital möchte seinen Profit erhöhen. Das hat sich nicht geändert. Macht wird bewahrt durch die institutionelle Kontrolle der Kommunikation, entweder von der Regierung oder durch die Medien.
Die Bewahrung der Macht braucht umfassende Überwachung aus Wettbewerb mit anderen Staaten und auch um die innere Ordnung beizubehalten, während die Erhöhung oder die Zunahme des Kapitals davon abhängt, dass alles zu einer Ware wird, dass alles gekauft und verkauft werden kann. In beiden Prozessen sind Information und Kommunikation, also digitale Kommunikation, in unserer Gesellschaft essentiell. Und in der Tat ist es so. Das Internet wurde schon charakterisiert, und so ist es auch, als Information, als Technik der Freiheit, freie Information. Und es ist auch die Technik der freien Information, denn diejenigen, die in den 1960, in den 60er und 70er Jahren die Technik des Internets geschaffen haben, absichtlich eine Technik geschaffen haben, die schwer zu kontrollieren ist. Das ist ein großes Paradox der Geschichte, dass selbst das Programm, das zur Schaffung des Internets das zur Schaffung des Internets geführt hat. Diese Technik wurde von einer amerikanischen Behörde für Forschung unterstützt und die Computerwissenschaftler, die daran gearbeitet haben, wollten neue Formen der Kommunikation schaffen und sie haben zunächst versucht, es zu verwenden, auf naja, so einer Restkapazität der Computer. Es ging darum, die Leistungsfähigkeit von Computern miteinander zu teilen, wenn noch irgendwo Leistungskapazität von Computern frei war, dass andere das nutzen konnten, dass man sowas gemeinsam nutzen konnte. Und die E-Mail, und anfangs haben sie vor allem Science-Fiction-Filme miteinander ausgetauscht und geteilt und es ging auch darum, Gras überall kaufen zu können. Das war also auch eine Hauptfunktion des Internets auf der ganzen. Also durch diese Technik, und das ist eben der entscheidende Punkt, diese Technologie der Freiheit, auch solche Technologien der Freiheit sind nur dann frei, wenn sie auch für die Freiheit verwendet werden. Aber die grundlegende Transformation bestand darin, dass jetzt alle Informationen digitalisiert und untereinander verbunden ist. Und das hat eine große Basis für auch die digitale Überwachung gelegt. Das ist, denke ich, der wichtigste Ausdruck der Macht in unserer Gesellschaft. Und digitale Überwachung ist umfassend in einer komplett integrierten digitalen Umgebung. Das ist die digitale Erschöpfung sozusagen. Das bedeutet, dass alle Informationen miteinander verbunden ist. Und deshalb können sie auch als System verwendet werden. Wesentliches Merkmal ist hierbei, dass wir eine Vernetzung haben von Kreditkarten, von Computersystemen, von Suchhistorien, von Finanztransaktionen, von der E-Mail-Korrespondenz und von anderen Kommunikationsmöglichkeiten, die wir sehen heutzutage. Denn es besteht die Möglichkeit, dass wir alles miteinander verbinden können. Deswegen können wir auch alles miteinander überwachen. Und bei der Organisation dieser Informationen besteht auch diese Möglichkeit. Was wir also im letzten Jahrzehnt gesehen haben, ist etwas, das ich eine globale Überwachungsbürokratie nenne. Da gab es einen großen Quantensprung, und zwar nach dem Anschlag des 11. September in New York. Das war die Grundlage dafür, dass auf legale Art und Weise die Unterstützung in den Vereinigten Staaten gefunden wurde, bestimmte Befugnisse durchzusetzen, und zwar für die Überwachungsbehörden, ganz besonders in den Vereinigten Staaten, spreche ich hier von der NSA zum Beispiel. Aber in allen bedeutsamen Staaten dieser Welt wurden auch solche Überwachungsbefugnisse der Behörden gestört. Also da gibt es zum Beispiel im Vereinigten Königreich das GCHQ, es gibt den BND hier in Deutschland. Dabei handelt es sich auch um eine sehr machtvolle Überwachungsorganisation. Und all diese Organisationen sind untereinander verbunden, zum Beispiel mit Frankreich, mit Israel und so weiter. Sie sind vernetzt. Diese Vernetzung ist bedeutsam, denn der rechtliche Rahmen
verbietet es manchmal oder in einigen Fällen, dass die Bürger eines Landes überwacht werden. Aber die Deutschen spionieren beispielsweise die Deutschen aus, die Deutschen spionieren die Franzosen aus und die Behörden untereinander tauschen diese Informationen aus. Und das ist das wahre Leben, das ist nicht nur eine Story, die ich hier erzähle. Also im digitalen Zeitalter ist es dieser Wandel, dieses grundlegende Panoptikum des Austausches, welches wir erleben. Und die Staaten können auch Informationen untereinander austauschen, Überwachungsinformationen. Gleichzeitig, jetzt komme ich wieder zum Kapital und zum Profit. Wir haben weitere Faktoren, und zwar, dass Konsumenten von Kommunikation, sprich jeder, zu einem Datensatz umgewandelt wird. Wir sind alle Datensätze. Wir stellen Daten dar und das sind wesentliche Güter, Waren, die gehandelt werden. Und dabei handelt es sich auch um die Grundlage des Geschäftsmodells aller wesentlichen Internetfirmen wie beispielsweise Google. Im Silicon Valley sagt man zum Beispiel, man bezahlt nicht für eine Dienstleistung, sondern man bezahlt durch die eigenen Daten. Man ist selbst die Währung, mit der bezahlt wird. Also wir haben da Werbung zum Beispiel, politische Manipulation. Und bedeutsam ist hierbei, dass Informationen von jedem Mann, jeder Frau herausgezogen werden. Das ist auch wieder ein Paradoxon, ein sehr wichtiges allerdings, denn da die Kommunikation eine freie Kommunikation ist, in dem Sinne, dass jeder mit jedem kommunizieren kann, aufgrund dieser Tatsache gibt es eine massive Dezentralisierung der Kommunikation und gleichzeitig gibt es eine massive Konzentration der Informationen. Das bedeutet, alle wesentlichen Unternehmen und auch Regierungen konsolidieren verschiedene Informationen dadurch, dass die Menschen so massiv mit jedem und untereinander auf täglicher Basis kommunizieren. Also von daher, wir kommunizieren alles. Und die Überwachungsbehörden können diese Informationen problemfrei herausfiltern. Das liegt daran, dass wir eine Gesellschaft sind, die viel kommuniziert. Und es gibt deswegen einen hohen Grad von Informationen, die für staatliche Seite und für Unternehmen zur Verfügung stehen. Wenn es um den Schutz von Rechten geht, beispielsweise im Bereich der digitalen Privatsphäre, also um den Datenschutz. Schon in den 90ern des letzten Jahres wurde dieses Thema bei Microsystems thematisiert. Also es gab damals auch schon Unternehmen, die diese Datenschutzpolitik verfolgen, Google auch. Man kann zum Beispiel auf die Webseite von Google gehen und sich dort informieren. Und dort wird gesagt, dass Google sich das Recht vorbehält. Da geht es nur um einen bestimmten Punkt, um den Namen, die Anschrift, den Ort, die Kreditkartennummer, Telefonnummer, E-Mail, Adresse und auch den Inhalt der E-Mails. Also das ist das Einzige, worum es geht. Viel mehr wird gar nicht gesammelt. Also das ist die offizielle Datenschutzpolitik von Google. Nun bewegen wir uns in eine Richtung, einer neuen Form der totalen Vernetzung. Und in der Popkultur spricht man dabei vom
Internet der Dinge, Internet of Things. Dabei geht es darum, dass Objekte miteinander verbunden werden, Maschine zu Maschine sozusagen. Wir sind schon in einer Welt, in der Menschen miteinander verbunden sind und auch in der Menschen mit Objekten verbunden sind. Dann geht es aber darum, dass Objekte miteinander verbunden sind, zum Beispiel Maschinen von verschiedenen Unternehmen, die sprechen miteinander. Diese Programme werden natürlich von Menschen erstellt, aber die Logik dieser Verbindung und Vernetzung folgt bestimmten Protokollen, bestimmten Algorithmen, und das ist bedeutsam, denn Algorithmen sind für die Regierung und auch für die Wirtschaft oftmals geheimschutzbedürftig. Und diese neuen Programme nutzen auch Metaprogramme, damit sie sich immer wieder neu programmieren und schneller werden. Das hier ist keine Science Fiction. Also ich spreche hier wirklich nicht von Science Fiction oder Filmen oder so. Und wir sprechen auch nicht von Milliarden von Netzwerken, sondern von Trilliarden von Netzwerken. Diese sind außerhalb unserer Kontrolle. Und all diese entwickeln letztendlich ihre eigene Logik. Und das Ganze wiederum im Interesse der Regierung und im Interesse der Internetunternehmen. Die Regierung und bestimmte Unternehmen interagieren durch alle möglichen technologischen und wirtschaftlichen Zusammenhänge beispielsweise. Also es gibt die Überwachungsbehörden, diese tun den Internetunternehmen dann auch beispielsweise einen Gefallen. Also es geht immer ein bisschen hin und her. Und die NSA beispielsweise hat alle möglichen Befugnisse in den USA erlangt, um alle möglichen Dinge durchführen zu können. Die Technologie war zu diesem Zeitpunkt noch nicht sehr fortgeschritten und ein Problem ist auch die Verschlüsselung. Deswegen kamen die meisten Informationen aus der Privatwirtschaft, also hauptsächlich von Google, von Apple, den üblichen Verdächtigen, Facebook und auch anderen Unternehmen, die ursprünglich diese neuen Kommunikationstechniken und Technologien entwickelt hatten. Gleichzeitig gibt es einige besondere und bedeutsame Widersprüche. Denn wenn Konsumenten dann in Panik geraten über das absolute Fehlen jeglicher Privatsphäre und des Datenschutzes, dann versuchen sie, ihre Informationen zu schützen. Und zwar durch ein Verfahren, das sehr gefürchtet wird von den Unternehmen, und zwar Verschlüsselung. Der Kampf um die Verschlüsselung ist ein wesentlicher Kampf, denn die einzige Art und Weise, wie wir uns selbst schützen können und die Fähigkeit, diese massive Weiterleitung der Verschlüsselungstechniken und jeder Code jeder verschlüsselten Nachricht ist immer anders, das versetzt die Privatwirtschaft und auch die Regierungen in Panik. Also da besteht die Angst, wenn man zu sehr kontrolliert und wenn man auch von Seiten der Unternehmen zu viele Informationen von den Nutzern den Regierungen bereitstellt, dann wird zu viel verschlüsselt. Und unsere Daten sind dann diesen Unternehmen nicht mehr zugänglich. Demzufolge können die Unternehmen diese Daten nicht mehr wirtschaftlich verwerten und weiterverkaufen. Bislang kann man ja das Konsumentenverhalten beispielsweise vorhersagen, dass jemand sich zu einem bestimmten Restaurant begibt. Die Unternehmen können vorhersagen, welche Bücher man mag, welche kulinarischen Köstlichkeiten man gerne hat. All das. Und man bekommt dann auch wieder neue Informationen darüber, was man gerne mag. Das ist eine lineare Vorhersage sozusagen. Und es ist aber ein flexibles Programm. Also wenn man seine Verhaltensweisen ändert und die Gewohnheiten ändert, dann passt sich das Programm sozusagen an. Zur Logik also der Macht. Das ist die gleiche Logik der Waren, denn die Logik der Waren
Das sagte auch zum Beispiel der Leiter der NSA in den USA. Wenn man terroristische Aktivitäten vermeiden möchte, dann ist das genauso, wie wenn man eine Nadel im Heuhaufen sucht. Man muss den gesamten Heuhaufen durchsuchen. Und so ist es auch mit den Informationen. Nur dann, wenn man den gesamten Heuhaufen oder alle Informationen kennt, dann funktioniert das System. Und es gibt diese Widersprüche. Und Unternehmen wie Apple zum Beispiel, Mark Zuckerberg auch, die haben sich geweigert beispielsweise. Sie wollten nicht, dass die Regierung sie dazu zwingt, Daten herauszugeben. Und in anderen Fällen ist es auch so gewesen, dass Unternehmen dieses Spiel ein bisschen spielen. Also sie weigern sich, zusammenzuarbeiten mit der Regierung. Aber wie gesagt, hier sprechen wir von zwei verschiedenen Logiken. Aber diese beiden Logiken kontrollieren letztendlich die Informationssysteme, von denen unsere Leben abhängen. Was sind nun die Folgen davon? Zunächst, die Demokratie ist bedroht durch die umfassende Überwachung. Denn es gibt eine Asymmetrie zwischen der Überwachung und den Überwachten. Das bedeutet, dass die Regierung und Informationen Zugang zu Informationen haben von Nutzern und die Nutzer selbst haben diesen Zugang nicht. Das ist ein grundlegender Unterschied in unserer Gesellschaft. Die Privatheit, der Datenschutz, der wird verletzt, wenn unsere Daten ohne unser Einverständnis weitergegeben werden. Diese Analyse, diese Logik scheint dahin zu gehen in die Welt von Orwell zum Beispiel, also Big Brother is Watching You. Denn die Menschen haben immer noch ihren eigenen Willen und ihre eigenen Fähigkeiten. Und sie sind ganz leidenschaftlich, wenn es um ihre Freiheit geht, ganz allgemein gesprochen. Die Institutionen der Gesellschaft sind nicht eindimensional. Sie sind das Ergebnis der Geschichte, und zwar der Kontrolle und dem Widerstand, der der Kontrolle entgegengesetzt wird. Wo es Überwachungen gibt und wo es Datenschutzverletzungen gibt, da gibt es immer auch Gegenmaßnahmen zur Überwachung und Maßnahmen zum Datenschutz. Beispielsweise spreche ich hier von verschiedenen rechtlichen Regulatorien, die auf politische oder justizielle Institutionen abzielen, die Europäische Union zum Beispiel. Aber ich spreche hier eben nicht von Ländern wie China. Jedenfalls ist es so, dass der Staat auch diese Autonomie weiter fördern möchte. Und letztendlich, im Falle der Regierungen, gibt es immer ein wesentliches Argument. Es wird immer gesagt, es handelt sich um einen Notfall und die Sicherheit. Das ist eine Welt, in der wir uns der Gefahr des Terrorismus ausgesetzt sehen. Und es besteht immer die Möglichkeit, einen Rechtsrahmen zu aktivieren, der dann von den Justizbehörden umgesetzt wird. Das sehen wir auch in den USA beispielsweise. Und schließlich kriegt man die richterliche Erlaubnis, die totale Überwachung der Informationen durchzuführen. Wie funktioniert das? Ganz einfach. Die entsprechende US-Stelle hat eine Reihe von Richtern. Das wird ähnlich sein hier in Europa. Also das sind verschiedene Richter, die unabhängig entscheiden. Aber statistisch gesehen ist keine einzige Entscheidung hinsichtlich der NSA abgelehnt worden durch diese Richter, und zwar in den letzten 20 Jahren. Also die nationale Sicherheit und Notfälle, das sind die Argumente und die Schlüsselwörter, die immer wieder auftauchen bei jedem Versuch, die Freiheitsrechte und den Datenschutz der Gesellschaft einzuschränken. Aber es gibt trotzdem eine große Anzahl von justiziellen und legalen Schutzmaßnahmen,
die die Befugnisse in Sachen Überwachung einschränken. Auch die Technologien des Datenschutzes, wie beispielsweise Verschlüsselung, werden genutzt. Sie werden auch von Hackern weiterentwickelt, und zwar als Form des Widerstands gegen die Kontrolle. Es gibt auch eine Reihe von Aktivitäten durch Aktivisten beispielsweise, durch die Electronic Frontier Foundation, Greenpeace und andere. Und diese versuchen, die Grenzen der Überwachungsmöglichkeiten und Befugnisse aufzuzeigen. Greenpeace hat beispielsweise die Möglichkeit gehabt, den Ort, Aufenthaltsort von geheimen Daten der NSA aufzuspüren. Und zwar haben sich diese in Utah in einem Speicher befunden. Und dann wurde von Greenpeace ausgesagt, hier haben wir dieses Datenlager und hierbei handelt es sich um illegale Spionageaktivitäten. Und auch andere Organisationen streben beispielsweise Gerichtsprozesse an, zum Beispiel in den USA, aber auch in Europa und auch im Vereinigten Königreich. Da gibt es viele verschiedene Rechtsverfahren, die gegen solche Eingriffe gestartet werden. Hacker nutzen ganz viele verschiedene Netzwerke, um die freie Kommunikation und den Datenschutz zu schützen. Beispielsweise gibt es ein schwedisches Netzwerk, das dann später aber mehrere Länder umfasste. Dieses Netzwerk, also hier geht es um Tor, und zwar haben wir ja 2011 gesehen in Ägypten, dass das Internet zum Beispiel gesperrt wurde. Und da war es möglich, über Tor trotzdem reinzukommen. Dann gibt es noch die Bedeutsamkeit der sogenannten Whistleblower. Snowden ist nur einer von vielen. Er ist der bekannteste jetzt in der jüngsten Zeit. Aber es gibt viele andere, beispielsweise in den USA, aber auch in Europa. Das sind Menschen, die rein vom Prinzip her beschließen zu reden. Snowden wusste, was passierte. Und er wusste auch genau, was mit den Whistleblowern vor ihm passiert ist. Und er wusste, dass er sein ganzes Leben lang den Preis dafür bezahlen würde in Sachen Strafverfolgung, in Sachen Wohlstand und so weiter. Also er wird sein ganzes Leben lang bestraft und er hat seinen Abschied sozusagen lange vorbereitet und er hat die Daten gesammelt zu den Aktivitäten der NSA. Und das sind wiederum Aktivitäten, die darauf abzielen, Missstände offenzulegen, die gegen die Gesellschaft und Freiheitsrechte gehen. Snowden hat außerdem versucht, dann Asyl zu beantragen in einigen demokratischen Regimes in Südamerika. Er sollte eigentlich nach Ecuador gehen, aber es war ihm nicht möglich. Und zwar deshalb, denn sobald er aus Hongkong gereist war nach Moskau, da bestand immer der Verdacht, dass auch der Flug mittels oder mit Hilfe von Morales überwacht werden würde in dem europäischen Luftraum. Und von daher befindet sich Snowden immer noch in Moskau. Und ich denke, dass der russische Einfluss auch ab einem gewissen Punkt sehr bedeutsam sein wird. Aber das spielte keine Rolle bei seiner Art von Widerstand, den er leistete. Das war ein sehr kontroverser Fall, aber auch, beziehungsweise ich komme zu einem anderen kontroversen Fall, und zwar dem von WikiLeaks. Man hat weltweit Informationen geleakt, die illegale oder nicht illegale Aktivitäten von Regierungen beschrieben haben, von denen die Bürger nichts wussten. Man hat das getan, um zu zeigen, je tiefer man
gräbt und sich mit diesen Systemen der systematischen Überwachung auseinandersetzt und auch den Einschränkungen und Beschneidungen des Datenschutzes, dann ist es so, dass Einzelpersonen, Aktivisten und Unternehmen reagieren und sie leiten Gegenmaßnahmen ein. Außerdem ist es so, dass wir gerade heutzutage den Anstieg des sogenannten Citizen Journalisms sehen, also einen Journalismus durch Bürger. Sie nutzen beispielsweise Überwachungsmechanismen gegen diejenigen, die sie kontrollieren. Also da werden falsche Aktivitäten und Missstände bei der Polizei beispielsweise aufgedeckt. Man hat das Handy in der Hand, eine Kamera, und fast jedes Handy hat heutzutage eine Kamera. Und da kann man jemanden, einen Bürokraten, einen Politiker, irgendeinen Unternehmensleiter ertappen dabei, wo etwas ethisch oder auch rein rechtlich falsch gemacht wird. Und man kann das Ganze filmen und öffentlich machen. Und das ist ein Prozess der Denunzierung, das ist auch eine Form des Protests und eine neue soziale Bewegung, die wir sehen, und zwar ein systematisches Vorgehen, zum Beispiel gegen Polizeibrutalität. Immer wenn die Menschen darüber reden, dass wir in einem Zeitalter des Terrorismus leben und es gibt diese Überwachungsmaßnahmen, dann muss man auch sagen, dass Politiker heutzutage, wenn die sich daneben benehmen, und bei vielen ist das auch der Fall, sie müssen quasi in den Untergrund verschwinden, denn eigentlich sind ihre Leben ja so gestaltet, dass man verbergen möchte als Politiker, was man finanziell so anstellt. Und von daher gibt es hierbei auch einen grundlegenden Wandel, den wir bei dieser sozialen Bewegung gesehen haben, durch diese besonderen Technologien. Seit einiger Zeit habe ich mich damit auseinandergesetzt, also vernetzte soziale Bewegungen außerhalb von politischen Parteien. Da gibt es eigene Verbindungen. Beispielsweise werden auch Aufstände durch Wut initiiert, nicht unbedingt durch Technologien. Und daraus entsteht wiederum eine soziale Bewegung. Also das sind Bewegungen, die auch global ihre Auswirkungen haben können, zum Beispiel in Asien oder in Amerika. Also mit der Zeit haben wir diese Kommunikationsnetzwerke, die geschaffen werden zu der eigenen Wut, zu den eigenen Ideen, die die Menschen umtreiben. Und schließlich gibt es eine gemeinsame Ideologie, gemeinsame Projekte. Und all das hat sich vollständig verändert durch die Technologien, die wir jetzt haben und durch die Möglichkeit, der Kontrolle zu entgehen. Wie Sie wissen, ist es so, dass traditionelle Medien und auch Politiker die Bedeutung dieser Bewegungen heruntergespielt haben. Aber wie gesagt, diese Bewegungen sind auch immer ein Ausdruck der Wut. Und es gibt auch bedeutsame Beispiele dafür, wie wir dann diese Konsequenzen weltweit spüren. All das passiert nicht innerhalb eines Tages oder über Nacht, aber der Wandel wird genutzt, und zwar durch den Geist und die Geisteshaltung der Menschen. Es gibt neue Formen der freien Kommunikation, es gibt drahtlose Kommunikation und verschiedene Netzwerke. Symbolische Aktivitäten gibt es auch, manchmal im Internet, aber hauptsächlich durch die Verbindung von Internet und einem gewissen Raum, in dem man agiert. Und dann wiederum Internetnetzwerke. Und es gibt einen Raum der Autonomie. Dieser Raum der Autonomie ist der Anfang
indem man anfängt, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Und das ist auch eine Möglichkeit, alternative Projekte in der Gesellschaft durchzuführen, als Teil der politischen Organisation. Diese Bewegungen und diese Aktivitäten, selbst wenn dabei nicht versucht wird, die Macht des Staates an sich zu reißen, stellen trotzdem eine Transformation dar, und zwar was die Geisteshaltung der Menschen anbelangt. Das war schon immer charakteristisch für soziale Bewegungen. Dabei ging es schon immer darum, die Werte der Gesellschaft zu verändern, wie beispielsweise beim Feminismus oder auch beim Umweltschutz oder auch bei verschiedenen Identitätsbewegungen, die es gibt. Diese Aktivitäten verändern die Geisteshaltung von Menschen, und in manchen Fällen kommt es dann auch zu politischen Umwälzungen und Veränderungen. Und zwar durch die Aktionen und die verschiedenen Parteien, zum Beispiel auch im Zusammenhang mit den Protesten vom 15. Mai. Ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit fällt mir dabei auch ein. 3 bis 5 Jahre nach dieser Bewegung, und zwar geht es hierbei um Chile und die Wahlen dort, da war es so, dass die vor 4 Jahren die politischen Führer beschlossen haben, eine neue Partei zu gründen, die ihren Bestrebungen besser entsprach. Und im ersten Wahlgang haben sie 20% der Stimmen erlangt. Dann gab es eine neue Wahl in Chile, und von daher sieht man, dass die Führer dieser Partei in Chile total jung waren. Aber und eigentlich waren sie auch nicht alt genug, um tatsächlich politisch aktiv zu sein. Aber es hat funktioniert, was sie gemacht haben. Und mit anderen Worten gesagt, diese Verbindung bei den Kommunikationsnetzwerken, das schafft einen Mobilisationsprozess, einen Mobilisierungsprozess. Und das betrifft nicht nur Einzelpersonen, sondern die gesamte Gesellschaft. In Spanien waren es 70%, in den USA, also das Occupy Wall Street, diese Bewegung Occupy Wall Street, hat auch ganz viel Unterstützung erfahren, und zwar von 1/3 der Gesellschaft. Diese haben die Bewegung unterstützt, nur 20% waren dagegen. Und von daher war es eine bedeutsame Bewegung, die die Meinungen der Menschen geändert hat. Okay. Ja, das war natürlich ein netter politischer Effekt. Ja, bei Trump, soweit man das sagen kann, liegt das Geheimnis dieses ignoranten, sexistischen, arroganten und so weiter Menschen, der Präsident der USA wurde. Das muss verstanden werden als Reaktion gegen das Establishment, Establishment der Republikaner und der Demokraten. Und das machte die Wahl Trumps überhaupt erst möglich. Aber auf der anderen Seite gab es auch noch einen anderen Kandidaten in der Demokratischen Partei, der gegen das Establishment war, der auch gute Chancen hatte. Und die Statistiken zeigen, dass er wahrscheinlich in der Hauptwahl Trump geschlagen hätte. Das ist Bernie Sanders, ein Senator, der Teil der Occupy-Bewegung gewesen war, sogar auch anwesend war bei den Camps der Occupy-Bewegung. Und er hat es geschafft, sehr viele von den jungen Leuten zu mobilisieren. Und das wurde dann praktisch vernichtet im Nominierungsprozess durch den bürokratischen Apparat der Demokratischen Partei. Das ist praktisch der wirklich am wenigsten zu glaubende Fehler in dem politischen System dort. Das Ergebnis war, dass sozusagen die Ikone des politischen und wirtschaftlichen Establishments als Kandidatin präsentiert wurde, nämlich Hillary Clinton. Und Trump
Hillary hat eigentlich um 2 Millionen praktisch mehr Stimmen bekommen, 2 Millionen mehr Stimmen bekommen, aber Trump war in der Lage, insbesondere in den großen bevölkerungsreichen Staaten die meisten Stimmen zu bekommen und so wurde er Präsident. Aber das war der Fehler. Bernie Sanders wurde aus dem Rennen gedrückt durch seine eigene demokratische Partei Establishment. Da gab es auch beträchtliche Auswirkungen dieses sozialen Bewegung im Netz. Das war eine soziale Bewegung in diesen sozialen Netzwerken, die eine beträchtliche Auswirkung hatte. Diese sozialen Bewegungen hätten nicht bestehen können ohne die Fähigkeit zu kommunizieren mittels digitaler Kommunikationsnetzwerke. Ohne die hätten sie nicht bestanden. Es hätte etwas Proteste gegeben, aber das, was sie waren, das, was sie gemacht haben, wurde erst möglich durch diese neuen Kommunikationstechnologien. Das Problem besteht natürlich darin, dass sie in der Lage waren, das zu machen, aber gleichzeitig waren sie auch irgendwie Gefangene der Netzwerktechnologien, die es schon gab. Also sie kommunizierten über Twitter, über Facebook, über Instagram und so weiter, aber sie waren sich auch sehr dessen bewusst und sie hatten eine ganze Reihe von neuen Kommunikationstechnologien entwickelt, die verschlüsselt waren und nicht kontrolliert werden könnten durch Facebook zum Beispiel, nur für den Fall. Und so gab es verschlüsselte Kommunikation N-1 entwickelt, aber das war ziemlich begrenzt und so weiter. Und diese Bewegung hat noch im großen Umfang eine andere Art von anderen Netzwerktechnologie verwendet, nämlich Telegram. Die ist in Deutschland entwickelt worden von russischen Hackern, die aus Russland nach Deutschland emigriert sind. Und dabei geht es darum, sie wollten eine Verschlüsselungstechnik entwickeln, die unabhängig ist von den anderen großen Institutionen. Also das Internet ist oder hat sein Potenzial gezeigt als Raum der Meinungsfreiheit und der Umgehung der Kommunikationskontrolle. Und deswegen ist die Verteidigung der Internetfreiheit ein großer Kampfgrund sozusagen gewesen, ein großes Kampfgebiet. Internetkommunikation kann abgefangen werden und diejenigen, die Botschaften verbreiten, die gegen das Establishment sind, können im Internet auch identifiziert werden und solche Leute, die das verbreiten können, bestraft werden, zum Beispiel in China. In China gibt es ein Kontrollsystem, das der Bote kann identifiziert werden, kann bestraft werden, kann ins Gefängnis geschickt werden und es gibt Hunderte von chinesischen Aktivisten, die im Gefängnis sind. Aber die Botschaft an sich kann nicht abgefangen werden. Die Botschaft an sich müsste im ganzen Internet abgefangen und beseitigt werden und das ist im ganz buchstäblichen Sinne unmöglich. Also der Botschafter kann, der Sender kann abgefangen werden, aber die Botschaft selbst kann nicht mehr beseitigt werden. Und insofern ist das Internet tatsächlich ein Raum der freien Kommunikation. Freie Kommunikation bedeutet jetzt nicht die Art von Freiheit für alle Nutzen oder alle Verwendungen, die wir uns wünschen. Also die Trump-Bewegung war sehr aktiv dabei, Netzwerke von Rassisten zu aktivieren und von Sexisten. Sie wurden alle mobilisiert. Dasselbe passierte auch in Deutschland mit der Alternative für Deutschland und den Neonazis. Die Tatsache, dass das Internet freie Kommunikation ermöglicht, bedeutet nicht, dass das immer nur für gute Zwecke verwendet wird in den einzelnen Staaten und in den Gesellschaften. Was auch immer passiert, das Internet spiegelt die Gesellschaft. Je nachdem, wie gut oder schlecht die Gesellschaft ist, das spiegelt sich unmittelbar im Internet. Die Hauptfrage bezieht sich also nicht darauf, ob die Technologie gut ist oder schlecht.
Das ist nicht die Frage, wie Marvin Krasper, der große Technologiehistoriker, sagte. Technologie ist weder gut noch schlecht und sie ist auch nicht neutral. Also das ist sehr wichtig, das festzuhalten. Aber die Auswirkung ist unbestimmt. Das Internet wird als freies Kommunikationssystem verwendet, aber die Nutzung selbst wird sozial bestimmt. Soziale Medien, soziale Netzwerke haben jetzt den Kommunikationsraum ziemlich eingenommen und drücken andere Massenmedien an die Seite. Die Massenmedien waren nicht immer zuverlässig. Sie waren nicht immer ein zuverlässiges Kommunikationssystem. Sie waren auch nicht immer so ehrlich, wie sie behaupteten. Zum Beispiel die große New York Times hat berichtet über die Massenvernichtungswaffen, die es angeblich in Irak geben wird, und das hat schließlich auch zum Kriegsausbruch geführt. Aber das Wichtige ist, dass nicht ein System durch das andere ersetzt wird, sondern dass wir jetzt eine allgemeine Kakophonie von Gedanken und Ideen haben in diesen sozialen Netzen. Also dass die Zeit der die postfaktische Zeit, also auch Lügen heißen jetzt postfaktisch, also Lügen und Bots multiplizieren diese Lügen hunderttausendfach. Fake News zirkulieren im Internet, in diesen sozialen Netzwerken. Können wir etwas daran ändern? Ja und nein, denn technologisch gesehen, selbst wenn einige dieser Bot-Programme deaktiviert werden könnten, sind diese Fake News ist es fast unmöglich, das zu kontrollieren, ob Leute Fake News produzieren oder ob sie das Internet mit Fake News verschmutzen. Das ist fast nicht kontrollierbar. Also die einzige Möglichkeit ist, dass man die Bürger bildet, aufklärt und dass sie aktiv sich an diesem Informationsaustausch beteiligen und Informationen austauschen, die in Einklang sind mit ihren Werten und ihren Meinungen. Mein Schluss: In einem neuen technologischen Umfeld, und da habe ich versucht, diese historische Neuheit davon aufzuzeigen, und auch in dieser neuen technologischen Welt haben wir noch die alten sozialen Kämpfe. Wir müssen immer noch gegen den Missbrauch durch den Staat und die Ausbeutung durch Monopolunternehmen ankämpfen. Und dieser Kampf wird weiterhin stattfinden, und wir müssen weiterhin die Würde und die Freiheit der Menschheit verteidigen. Die neue Technologie stellen nur neue Formen des Kampfes dar und erfordern neue Antworten in diesem Kampf. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt ist es Zeit für unser Gespräch hier. Also nicht nur zwischen mir und Manuel Castells, sondern auch zwischen Ihnen und Manuel Castells. Wenn Sie etwas twittern möchten, ja, das ist Ihr Mikrofon, denn ich habe mein eigenes hier in meinem Kopfhörer. Wenn Sie twittern möchten, das Hashtag ist Digital Society, und wenn Sie hier teilnehmen möchten oder von Ihrem Sofa zu Hause teilnehmen möchten, wo auch immer Sie sich gerade befinden, dann können Sie Ihr Smartphone verwenden. Das Passwort hier im Kino-Internet ist das Passwort Digital 2017. Das ist also das Passwort hier. Sie können also Ihren Browser hier öffnen, die Webseite aufsuchen. Die Webseite finden Sie dort, menti.com. Und in einem nächsten Schritt können Sie den Code jetzt hier eingeben, 847094. Und damit sollten Sie jetzt in der Lage sein, eine Frage einzugeben. Es ist genauso wie bei Twitter, 140 Zeichen haben Sie. Das heißt, fassen Sie sich kurz, formulieren Sie Ihre Fragen kurz und knapp. Und jetzt wollen wir nur mal probieren, ob das auch funktioniert. Und diese Frage
konnten die Dolmetscher nicht hören. Ja, 500 Leute gibt es hier und wenn sie und nur ein Mikrofon. Das ist also eine Frage der Macht, wieder eine Frage der Macht, wer dieses Mikrofon tatsächlich bekommt. Ich kann hier nur mal sagen, Sie können mit Ihren Gedanken hier praktisch eine Gegenwelt aufbauen zu dieser Überwachungsstaat. Das ist möglich, aber alles, was Sie hier sagen, wird aufgezeichnet. Das heißt, wir sind in diesem System drin. Das ist ja ein entscheidender Punkt. Das ist ziemlich, ja, wie Sie teilnehmen können, das ist ziemlich einfach. Nehmen Sie einfach nicht an Facebook, an bei Twitter und so weiter, bei keinem sozialen Netzwerk teil, machen Sie nicht bei YouTube mit, nutzen Sie natürlich auch Google nicht vor allem, denn wenn Sie das nutzen, sind Sie schon in China und nutzen Sie nichts davon und außerdem nutzen Sie keine Kreditkarten, ganz wichtig, und geben Sie niemals Ihre Identität im Zusammenhang mit einer elektronischen Transaktion ab. Wenn Sie Bitcoins nutzen, dann seien Sie vorsichtig, denn auch bei Bitcoin werden Daten übermittelt. Also, um nicht da in dieser digitalen Welt teilzunehmen oder nicht digital erfasst zu werden, nehmen Sie einfach nicht an diesen gegenwärtigen Praktiken und dem normalen gesellschaftlichen Themen Leben teil. So müssen Sie vorgehen. Also ziemlich schwierig. Ich möchte Sie einfach bitten, nur ganz kurz einzutippen, weshalb Sie hier sind. Also Sie haben schon einige Fragen hier eingegeben. Sagen Sie mal ganz kurz, weshalb Sie hier sind. Frau Hoffmann hat gesagt, dass sie hier ist, um das größere Bild kennenzulernen. Das ist also Ihr Grund, weswegen sie hier ist. Also nur mal ganz kurz, um das System zu testen. Geben Sie mal ganz kurz ein, weshalb Sie hier sind. Interesse, sagt jemand. Um unsere Gesellschaft von heute besser zu verstehen, wird hier auch als Grund angegeben. Das ist das Publikum, was das hier angibt. Und hier gibt es auch jemanden, der eine Masterarbeit über diesen Diskurs auf Twitter schreibt. Also jetzt zu den Fragen. Jetzt wollen wir zu den Fragen übergehen. Also Sie können jetzt Ihre Fragen eingeben. Und wir machen jetzt hier weiter, während wir noch auf die Fragen warten. Herr Castells, ja. Ich wechsle mal zwischen Spanisch und Englisch. Nee, Katalanisch wäre die Sprache. Sie haben erwähnt, dass die Macht daher kommt, dass man den Geist oder den Verstand der Leute formt und dass das Quälen der Körper weniger effektiv ist als das Formen des Verstandes oder des Geistes von Menschen und dass da eben die Macht herkommt. Also lassen Sie uns nochmal darüber sprechen, wo diese Macht herkommt. Betrachten wir das nochmal etwas näher. Also Resignation ist ein wichtiger Punkt. Die Idee vorantreiben, dass das Leben besser sein könnte, wenn man sein Leben an das anpasst, was um einen herum passiert und an die Strukturen, in denen man lebt und dass man dann ein guter Bürger ist, in dem Sinne, dass man den Normen und den Anweisungen folgt. Und zum Beispiel Frauen vor drei Generationen wurden von ihren Müttern und Großmüttern erzählt, dass sie sich so und so verhalten sollten oder dass sie sonst nicht in der Lage wären zu heiraten und Probleme hätten. Also so zum Beispiel. Und noch etwas, was häufiger passiert, ist das, was ich Resignation nenne. Nämlich, dass die Leute einfach aufgeben und sagen, es gibt keine andere Möglichkeit. Und das System, also wenn man eben den grundlegenden Regeln der Gesellschaft nicht folgt und sie einhält, dass man dann in einer ziemlich schlechten Situation landet, dass man seine Miete nicht zahlen kann, dass man sein Leben nicht gestalten kann, dass man keine Arbeit findet und sein normales Leben nicht führen kann. Und dass die Alternativen zu der bestehenden Ordnung sind nicht sehr sichtbar. Und das, was Parteipolitik immer war, sind jetzt zwei
unterschiedliche Versionen desselben Lebens. Und Leute werden also entmutigt, ihr Leben zu ändern. Das heißt, sie ziehen sich zurück in ihre Privatsphäre. Sie versuchen, ihr Leben so zu führen, dass sie dennoch ihr Leben genießen können mit ihren Freunden, mit ihrer Familie, mit ihren Liebsten, mit ihrer Arbeit. Aber solange man sich so zurückzieht, wird man auch dann nicht gegen Hindernisse stoßen. Also wenn man nicht möchte, dass sein Leben bekannt ist, also dass jedes Detail des eigenen Lebens bekannt wird, dann muss man sich ja heute sozusagen ausgrenzen aus der Gesellschaft. Stellen Sie sich mal vor, dass Sie nicht mit der Kreditkarte zahlen wollen. Ja, die Kreditkarte ist das wichtigste Element, durch das man seine Privatsphäre verliert. Also wenn Sie mit der Kreditkarte zahlen, dann ist alles bekannt, denn alles ist miteinander verbunden. Also versuchen Sie mal zu leben ohne Kreditkarte. Ich kann Ihnen sagen, dass es Leute gibt, die das schaffen, also zum Beispiel Drogenhändler und professionelle Kriminelle, die nutzen keine Kreditkarte, sie zahlen bar. Aber sie können bar zahlen und in der baren Welt leben, weil sie keine Angst haben, dass ihnen jemand das Bargeld abnimmt in der Straße. Also es gibt eine kritische Masse, es gibt bestimmte Normen und Standards, die man einfach einhalten muss und wo man mitmachen muss, denn sonst wird man ausgegrenzt. Und also wenn man darauf wertet, dass das Leben eben nicht so dramatisch ist, dann kann man sich vielleicht zurückziehen. Aber sobald es eine Wirtschafts-, eine Finanzkrise gibt, eine Arbeitsmarktkrise gibt oder sobald man nicht in der Lage ist, Dummheit im täglichen Leben zu akzeptieren, in Bezug auf das, was zum Beispiel in der Schule oder im Büro passiert, an so einem Punkt wird jedes Verhalten von enttäuschten Leuten zu einer Stigmatisierung und zu Problemen. Also das heißt, am besten verhält man sich sehr ruhig und das ist das, was die Leute lernen. Und so wird eben der Geist und der Verstand geformt. Das wird reproduziert in den Massenmedien, in den Schulen, in den Institutionen. Und das ist die Normalisierung des Lebens. Das heißt, in allen Kommunikationsmitteln wird definiert, was gut ist, was der Standard ist und so weiter. Also eine Auswirkung dieser Machtausübung ist Resignation. Ja, ganz grundlegend. Aber wie kann man ein aktiver Bürger sein, teilnehmen, ein normales soziales Leben führen mit Kreditkarte und nicht resignieren? Also die allgemeine Erfahrung in der Gesellschaft ist, dass Leute die Resignation als das kleinere Übel akzeptieren. Also wenn wir politischer Neurowissenschaft hier sprechen, da gibt es zwei wichtige Schlüsselgefühle, die das Verhalten von Menschen formen. Erstens Angst. Also der wichtigste Gefühl, das das Verhalten der Leute formt, ist Angst. Also wir ändern unser Leben immer je nachdem, was wir führen, was wir fürchten, dass wir Angst haben vor dieser oder jenem, dass uns nichts passiert. Und das Gegengift zu Furcht oder Angst ist Entrüstung, Wut, Zorn. Das heißt, wenn man etwas nicht mehr erträgt, dann explodiert man. Und deswegen heißt mein Buch ja auch von Wut zur Hoffnung. Also das dritte Gefühl ist praktisch eine Projektion des guten Lebens, nämlich Hoffnung. Also wenn man Angst hat, dann bewegt man sich nicht, dann akzeptiert man alles, was so ist. Und bis zu dem Punkt, dass etwas so unerträglich ist, dass man explodiert, das kann bei der Arbeit sein, das kann bei der Gesellschaft insgesamt sein oder in der Familie oder wie auch immer. Und von dieser Explosion, diese Explosion wird dann kommuniziert über die sozialen Netzwerke und diese individuelle Erfahrung wird dann zu einer sozialen Erfahrung durch diesen Akt der Kommunikation und das führt dann
zur Überlegung, Erwägung anderer Möglichkeiten. Das ist sozusagen das Zeichen für Hoffnung, diese potente, positive Gefühl für eine, wie das Leben eben auch sein könnte. Und da kommen die sozialen Bewegungen rein. Eine Frage der Bevölkerung: Ist das Internet gut oder eine Bedrohung für die Demokratie? Nochmal, ist das Internet gut oder ist es eine Gefahr für die Demokratie? Das Internet hängt davon ab, was wir Demokratie nennen. Wenn wir Demokratie, die Reproduktion bestehender Institutionen ohne Überlegung und ohne Hinterfragung durch die Bürger verstehen, dann ist das Internet eine Bedrohung für diejenigen, die in der Macht sind in allen Ländern. Ich habe mit so vielen Regierungen und Behörden und Institutionen gesprochen in Europa und in der EU über die Internetpolitik. Und die erste Frage, die die Regierungsvertreter fragen, ist: Wie können wir das Internet kontrollieren? Und wenn ich sage, das ist schwierig, dann sagen die Regierung, frag doch mal die Regierung, die das versucht haben, das kann man nicht kontrollieren, das ist wie Elektrizität. Das Internet ist die Grundlage für unser komplettes Informationssystem in unserer Gesellschaft. Und ja, dann sind sie nicht mehr interessiert daran, etwas am Internet zu ändern. Also Regierungen mögen das Internet nicht, ganz allgemein gesprochen. Es gibt natürlich Ausnahmen. Aber warum mögen sie das Internet nicht? Die Regierungen gründen in Bezug auf ihre Macht darauf, dass sie die Kommunikation kontrollieren können. Und das Internet beseitigt vieles dieser Kontrolle über die Kommunikation. Die Regierungsbehörden haben nicht mehr diese Kontrolle. Und jedes Mal, wenn sie das können, zum Beispiel zum Zwecke nationaler Sicherheit, wann immer es den Regierungsbehörden gelingt, zum Beispiel mit der Begründung der nationalen Sicherheit, dann beschneiden sie das Internet. Zum Beispiel bei Clinton, da wurde das verwendet, was alle versuchen zu verhindern, nämlich Kinderpornografie wurde als Grund ins Feld geführt. Natürlich sind wir alle entrüstet über Kinderpornografie. Also sie haben damals Kinderpornografie als Möglichkeit genutzt, um eine Reihe von Kontrollmechanismen über das Internet einzurichten. Ein Beispiel, das ich vorher schon genannt habe, war eben diese justizielle Schutz für die Freiheit. Und in diesem speziellen Fall ging es um Meinungsverschiedenheit im Internet oder Anstand im Internet. Das wurde praktisch, dagegen ging das Appellationsgericht gegen vor. Also eigentlich sollte ein Gesetz erlassen werden, das Anstand im Internet förderte, aber der obere Gerichtshof hat das Gesetz unterbunden. Es hieß, das Internet ist sozusagen Chaos, aber die Bürger haben ein verfassungsrechtlich verankertes Anrecht auf Chaos im Internet. Das finde ich ist an sich schon ein interessantes Verständnis, aber Regierungen würden gerne das Internet einteilen in das nützliche Internet für Bildung, für Unternehmen und so weiter. Und die freie Meinungsäußerung im Internet, das ja eigentlich das Wesen des Internets ist. Also das ist auch die Debatte in der Gesellschaft. Sollten wir eine freie Diskussion im Internet haben, auch wenn das wirklich unkontrollierte Äußerungen im Internet hervorruft, zum Beispiel sexistische Äußerungen, das Internet ist voll mit sexistischen Äußerungen, sollten wir deswegen das Internet schließen, weil es zur schlechten Verwendung eingesetzt wird? Es gibt einige kritische Stimmen, und zwar einmal: Wie steht es um die Theorie? Dann gibt es noch eine Frage: Warum sprechen Sie nicht über die Gesellschaft? Warum sprechen Sie nicht über die Gesellschaft? Und eine legitime Frage. Und eine weitere Frage: Das hier sind Phänomene, die schon vor 50 Jahren beschrieben wurden. Warum gibt es keine theoretischen Fortschritte? Warum ist die Wissenschaft so populistisch?
Okay, das sind wirklich drei wichtige Themen. Ich spreche zunächst über die Gesellschaft, denn ich bin ja Soziologe und ich versuche, die Gesellschaft und Menschen zu verstehen. Also damit beschäftige ich mich mit der Interaktion, auch mit den neuen technologischen Formen und verschiedenen Verfahren und Prozessen in der Gesellschaft. Aber jetzt zur Theorie. Ich befasse mich nicht so gern mit der Theorie. Ich forsche. Das bedeutet, ich versuche zu verstehen, echte soziale Prozesse in der Welt zu verstehen. Natürlich braucht man dafür theoretische Instrumentarien, aber ich bin kein Theoretiker. Ich versuche zu verstehen und dafür brauche ich Konzepte. Wenn es diese nicht gibt, dann leihe ich sie mir aus oder ich kreiere meine eigenen Konzepte und ich organisiere meine Informationen so, damit ich einen bestimmten sozialen Prozess verstehen kann. Viele der Theoretiker, beispielsweise im Bereich der sozialen Bewegungen, verstehen nicht die Neuheit dieser neuen freien Kommunikationsmöglichkeiten und der sozialen Bewegungen. Beispielsweise haben wir hier die Theorien der Konstrukte des Diskurses, der Überwachungstechniken und so weiter. Aber Foucault ist hier eine Ausnahme, die ich auch noch einmal erwähnen möchte. Und ich hoffe, dass das auch vom Publikum so verstanden wird. Also er ist hier eine Ausnahme. Aber grundlegend würde ich sagen, also ich habe heute tatsächlich nicht so sehr über Theorien gesprochen, aber in meinen Büchern entwickle ich Theorien auf Grundlage meiner Beobachtungen. Und bei diesem bestimmten Thema, da habe ich mich bezogen auf mein Buch Communication Power. Und am Ende dieses Buches, auf der Grundlage von Analysen, schlage ich dann auch eine Theorie vor. Und zwar spreche ich dabei von der Network Theory of Power. Also von daher beziehe ich mich eher implizit auf diese Logik in unserer Gesellschaft. Aber ich bin kein typischer Soziologe, muss ich sagen. Denn ich denke, dass Fakten an und für sich uns alles erklären. Wir müssen einen analytischen Rahmen schaffen, um Dinge zu erklären. Also man kann sich immer auf die Theorien, auf allgemeine Theorien stützen, das kann schon sein, aber das ist nicht in meinem eigenen Interesse. Ich konzentriere mich darauf, wie die Welt funktioniert, denn ich möchte gerne dazu auch führen, dass Veränderungen vorangebracht werden. Jetzt noch einmal zum Thema Macht und Gegenmacht. Es gibt einige Fragen an Sie. Würden Sie vorschlagen, dass es ein Gleichgewicht zwischen Macht und Gegenmacht gibt? So wie Sie die Beispiele auch angeführt haben. Und eine zweite Frage, wie ist es mit dem digitalen Zeitalter? Wird dadurch Gegenmacht effektiver? Nun ja, das Gleichgewicht ist immer instabil. Es gibt Institutionen, das ist kristalline Macht sozusagen. Das sind Machtverhältnisse, die einmal dominant sind und konstruiert wurden. Also wir haben Institutionen, wir haben Behörden und Gesetze. Es gibt diese institutionalisierte Macht und Institutionen haben Macht. Aber es gibt immer wieder die Widerstandsbewegungen dazu. Und das ist nicht nur die Logik des Kapitals, sondern auch die Logik der Arbeiterklasse schon seit vielen Jahrzehnten. Denn beispielsweise wurde auch so die Bewegung der Gewerkschaften vorangetrieben, der Fürsorgestaat, der Sozialstaat. Aber dann gab es beispielsweise eine Wirtschaftskrise und dann will man wieder Gehälter drücken. Denn schließlich will man weiterhin die Gewinne maximieren. Von daher gibt es immer diesen instabilen Zustand, dieses instabile Gleichgewicht. Oder auch zum Thema Frauenrechte. Vor 30 Jahren gab es fast keine Frauenrechte.
Dann gab es die feministischen Bewegungen in vielen Ländern, in den meisten Ländern eigentlich. Und diese haben die Bedingungen für die Frauen fundamental verändert. Also da gab es viele Veränderungen bei der Gesetzgebung beispielsweise und beispielsweise auch bei der Bildung für Frauen, bei der Beziehung zwischen den Geschlechtern innerhalb der Gesellschaft. Aber gleichzeitig gibt es wiederum viele Reaktionen, und zwar durch Gewalt beispielsweise gegen Frauen gerichtet, und diese wird nicht strafverfolgt, beispielsweise in vielen Ländern der Welt. Von daher gibt es einen stetigen Kampf, diese Frauenrechte weiter zu stärken, die ja schon vor Jahrzehnten erlangt wurden. Also das ist nur ein Beispiel dafür, dass die Situation niemals vollständig stabil ist. Es hängt immer davon ab, in welchem Land wir uns befinden, von den Stigmatisierungen, von den Umständen, beispielsweise das Recht der Homosexuellen zu heiraten. Also das wurde vor vielen Jahren sehr strittig gesehen. Jetzt ist es etwas ganz Normales in vielen Ländern. Und jetzt geht es auch wiederum nicht nur um Homosexuelle, sondern auch Transsexuelle beispielsweise. Und es gibt immer wieder neue Grenzen für die Menschenrechte und einen stetigen Versuch, gegen Diskriminierung vorzugehen. Xenophobie ist eines der größten Probleme und eine der größten Ängste in Europa, und zwar die Angst vor Menschen, die anders sind, also scheinbar anders. Der Hass von Menschen, die zum Beispiel versuchen, ins reiche Europa zu gelangen. Die Menschenrechte werden hierbei bei bestimmten Bevölkerungsgruppen nicht gewährt. Das ist nur ein weiteres Beispiel. Jetzt noch eine Frage auf Katalanisch. Das kann ich leider nicht lesen. Also da würde ich direkt an Sie weiterreichen, gegebenenfalls. Ja, okay, wenn wir die Sprache ändern wollen, gerne. Es gibt eine weitere Frage, eine grundlegende. Wie ist es mit den nicht-digitalen Menschen in unserer Bevölkerung? Sind sie machtlos? Denn wir haben darüber gesprochen, dass 4,5 Milliarden Menschen online sind. Was ist mit dem Rest der Weltbevölkerung? Und eine weitere Frage, haben wir eine freie Wahl, eine freie Entscheidungsmöglichkeit in der digitalen Welt? Sehr gute Fragen. Ich habe über ganz normale, reguläre Internetnutzer gesprochen. Was die Vernetzung anbelangt, muss ich sagen, also nur in Bezug auf Vernetzung, dass jeder ja mit jedem verbunden ist und somit beträgt die Anzahl der Mobiltelefone 7 Milliarden. Also 7 Milliarden Smartphones gibt es auf der Welt. Aber die Nutzer des Internets, da gibt es eine Kluft, aber nicht zwischen Zugang und keinem Zugang, sondern zwischen darin, dass die Mehrheit ja der Menschen Zugang zum Internet hat, denn es gibt in vielen Ländern den Zugang zum Internet, also vielleicht nicht in allen afrikanischen Ländern, aber da gibt es dann wiederum Internetcafés oder auch Schulen, Arbeitsplätze mit Zugang zum Internet. Jedenfalls zurück zu dieser Kluft. Diese Kluft wird bestimmt durch das Alter. Ein großer Anteil von Menschen, die, sagen wir, über 60 Jahre alt sind, die benutzen das Internet in den meisten Ländern nicht, also nicht jetzt in Ländern wie Deutschland oder in den Vereinigten Staaten. Da trifft das Ganze nicht zu. Die über 60-Jährigen nutzen dort auch das Internet. Aber in vielen anderen Ländern, da sehen wir diese Kluft. Also nicht die Kluft aufgrund der fehlenden Zugangsmöglichkeit, sondern die Kluft aufgrund des Alters. Wenn ich einmal tot bin und meine Generation auch, dann werden wir auch dieses Problem nicht mehr haben. Dann werden es andere Probleme geben, Und die bedeutsamste Kluft, die ich sehe, ist eine kulturelle und bildungstechnische
Kluft. Denn in dem Moment, wo wir alle über das Internet miteinander verbunden sind, dann ist es die Fähigkeit, was man damit tun kann, die entscheidend ist. Also wie kann man zum Beispiel etwas suchen im Internet, wie kann man das eigene Leben gestalten. Das alles wird bestimmt durch die Bildung. Und das ist die größere Kluft, die größte, die ich sehe. Also das Internet reproduziert und erweitert auch die größte Kluft, die wir schon immer gesehen haben in unserer Geschichte, und zwar den Grad der Bildung eines Menschen, also die Möglichkeit dessen, was ein Mensch mit dem Internet tun kann oder auch nicht. Wenn wir zum Beispiel auf die Schulen schauen, dann sehen wir, dass Kinder aus ärmeren Familien das Internet auch in der Schule nutzen, und diese Kinder sind dabei nicht so gut. Kinder aus der Mittelschicht, die sind viel besser. Warum ist das so? Sie haben die kulturellen Ressourcen, das Internet für alles zu nutzen, was sie möchten. Aber ärmere Kinder, die keinen Bildungshintergrund in ihrer Familie haben, die nutzen das Internet eher für Spiele. Denn sie haben sonst keinen Zugang. Also sie versuchen einfach so Zugang zur Informationswelt zu erlangen. Die Kluft ist also das Alter. Es ist nicht der Zugang, denn hier war diese eine Frage, ist der Kampf um die Macht unterschiedlich im globalen Norden und im globalen Süden? Wie sehen Sie das? Der Hauptunterschied besteht hierbei in der Qualität des Zugangs. Nicht mehr, wie wir in der Vergangenheit gesagt haben, in der Möglichkeit des Zugangs, also Zugangskapazitäten, denn die große Mehrheit der Weltbevölkerung hat Zugang zum Internet. Aber es geht um die Qualität des Zugangs. Und die ist oftmals sehr unterschiedlich, wenn wir uns die hochentwickelten Länder anschauen und Länder, die es nicht sind. Sie haben gesagt, dass Bildung die Antwort ist. Und hier gibt es noch eine Frage, die sich darauf bezieht. Sie lautet: Wer sorgt nun für die Bildung? Grundlegend würde ich sagen, Schulen. In jeder Gesellschaft sind es Schulen, die für Bildung sorgen. Das Problem besteht allerdings darin, dass Schulen immer noch auf einem sehr alten pädagogischen Prinzip basieren und agieren. Und zwar gibt es die Autorität des Lehrers, und dadurch werden bestimmte Sachen gelehrt oder auch nicht gelehrt, dann haben wir die Bürokratie und die Fähigkeit von Kindern, ihre eigenen Ideen zu entwickeln, selbst Dinge zu erforschen. All das wird geleitet durch Lehrer. Und diese Freiheit, selbst Nachforschungen anzustellen, das gibt es in den Bildungssystemen meistens nicht. Und das ist ein Problem. In Katalonien haben wir eine Studie durchgeführt in den Grundschulen und auch in den weiterführenden Schulen. Und wir haben herausgefunden, dass es so ist, dass beispielsweise Kinder, die zu Hause zur Schule gehen, das Internet nutzen. Aber das Internet wurde in den staatlichen Schulen nicht unbedingt genutzt. Jetzt noch eine ganz einfache Frage. Wir haben über Macht und Gegenmacht gesprochen, soziale Bewegungen, Verhandlungen, die Verhandlungen zu Machtverhältnissen. Was ist es nun für uns als digitale Gesellschaft? Was hält uns zusammen? Was ist der Klebstoff sozusagen, der soziale Kitt in diesem digitalen Zeitalter? Auch wieder eine gute Frage. Es ist einmal, dass wir gemeinsame Werte haben und auch eine Toleranz, diese Werte zu akzeptieren und sich darüber auszutauschen. Also in anderen Worten, es gibt verschiedene Systeme zur Bewertung des eigenen Lebens. Es gibt verschiedene Systeme zu dem, was eine Qualität in der Gesellschaft darstellt und nicht, beziehungsweise Gleichheit. Da müssen wir über Werte sprechen.
Und dann gibt es einen, also wenn wir das nicht tun, dann gibt es einen Zusammenbruch in der gesellschaftlichen Solidarität. Die Europäische Union ist eher disintegrativ momentan. Als alles funktioniert hat, also es gab keine Krisen, dann hat man in der Bevölkerung Solidaritätsmechanismen akzeptiert. Die Deutschen haben dann beispielsweise Griechenland geholfen. Aber wenn sich die Dinge ändern, wenn es Probleme gibt, zum Beispiel durch eine Ressourcenknappheit, dann ist es so, dass Menschen, die nicht so sind wie wir, diese verdienen dann keine Unterstützung mehr. Das ist dann die allgemeine Meinung. Und von daher gibt es dann keine Solidarität mehr. Man kann das sehr leicht beobachten am Beispiel von Deutschland und Griechenland zum Beispiel. Wir denken natürlich, das sind beides reiche Länder. Aber immer, wenn Menschen Unterstützung brauchen, dann will man diese Unterstützung nur denjenigen zukommen lassen, die so sind wie man selbst. Das ist eine Regel, die man auf eine ethnisch homogene Gesellschaft anwenden kann. Aber wenn wir über Multikulturalität sprechen, und das sind ja die meisten europäischen Gesellschaften, dann ist diese Fähigkeit der Akzeptanz eines gemeinsamen Verhaltenskodex, dieser wird in Frage gestellt durch die Praktiken der sozialen Ungleichheit. Deutschland steht eigentlich ganz gut da in dieser Sache, aber es gibt andere Länder, wie beispielsweise die Vereinigten Staaten, da gibt es diese sozialen Ungleichheiten und wirtschaftliche Ungleichheiten auch. Und dadurch wird der soziale Zusammenhalt aufgelöst und aufgeweicht. Und diese Beobachtung, dass diejenigen, die Macht und Ressourcen haben, dann immer noch mehr Macht bekommen und immer mehr Ressourcen als andere Segmente der Bevölkerung, das ist etwas, was dann als Art Verrat angesehen wird. Und das Ganze wird noch einmal verstärkt durch das Internet. Denn durch das Internet hat jeder Zugang zu Informationen und jeder hat Zugang zu dem, was passiert. Man kann debattieren, man kann Diskussionen anstoßen in den sozialen Netzwerken über verschiedene Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten auf gesellschaftlicher Ebene. Also in einer Gesellschaft, in der es einen Konsens gibt, da stärkt das Internet diesen Konsens, aber in einer Gesellschaft, in der es eine zunehmende Ungleichheit gibt zwischen Bevölkerungsschichten, da verstärkt das Internet den Konflikt und führt weiter zur fehlenden Integrität der Bevölkerung. Wir haben jetzt noch 5 Minuten Zeit und es gibt ungefähr 120 Fragen, die ich hier noch habe. Also wir müssen einige jetzt auswählen. Es gibt eine Frage zum Thema die postdigitale Welt. Wie könnte eine postdigitale Welt aussehen? Mad Max oder Blade Runner? Also ich kann mich nicht so gut an die Filme erinnern. Können Sie bitte die Frage wiederholen? Wie könnte eine postdigitale Welt aussehen? Und hier wird Bezug genommen auf die Filme Mad Max und Blade Runner. Also ich kann mich da nicht so gut dran erinnern. Vielleicht können wir diese Referenz auch einfach weglassen. Was sagen Sie zum Thema postdigitale Gesellschaft? Nun ja, ich spreche eigentlich nie über die Zukunft. Denn methodologisch ist es unmöglich, über die Zukunft zu sprechen. Aber ich möchte mich nicht vor der Frage drücken. Was für eine Art von Zukunft kann ich mir also vorstellen? Also ich würde nicht von postdigital sprechen, denn digital, das ist ein Kommunikationssystem, was es immer geben wird. Es wird noch tiefgreifender, noch ausgeweiteter werden. Das sind ausgeweitetere, tiefgreifende Formen der Kommunikation. Also wir sprechen ja auch nicht von der Postelektrizitätsgesellschaft oder Ähnlichem. Aber das Thema hier ist, denke ich, welche Art von neuen Formen der sozialen Existenz können wir uns vorstellen? Es wird neue Institutionen geben, neue Formen der Existenz. Diese werden konstruiert und entwickelt von Menschen.
und zwar innerhalb ihrer eigenen Gesellschaften. Das wird dann wiederum die Machtverhältnisse und Machtbeziehungen bestimmen. Also wir haben wiederum Verhandlungen zwischen denjenigen, die die Macht innehaben und denjenigen, die Widerstand leisten. Und was wir beobachten, ist Folgendes. Je mehr wir unsere technologischen Kapazitäten ausweiten, desto mehr gibt es eine riesige Kluft zwischen unseren technologischen Fähigkeiten und unseren Fähigkeiten, zusammenzuleben und unsere Fähigkeiten, uns gegenseitig zu tolerieren und auch Ungerechtigkeiten aus der Welt zu räumen. Und von daher bewegen wir, oder wir haben uns schon seit 10 Jahren etwa in eine Richtung bewegt, die immer mehr in Richtung Konflikte und Gewalt in der Welt geht. Alles ist miteinander verbunden. Also wir sprechen von Globalisierung. Das ist ein globales Netzwerk. Und zusammen, wir sind zwar zusammen, aber es gibt diese Trennungen und Trennlinien zwischen uns durch Schichten und Klassen, durch Regierungen. Und wir haben nicht die Mechanismen, diese dramatischen Konflikte aus der Welt zu schaffen. Denn die Nationalstaaten sind die Verteidiger ihrer eigenen Interessen und nicht die Verteidiger der Interessen der gesamten Menschheit. Und die Vereinten Nationen beispielsweise sind auch ein Ausdruck der Macht des Netzwerkes selbst. Und von daher gibt es diese Kluft zwischen unseren technologischen Fähigkeiten und unseren moralischen Fähigkeiten, uns mit diesen Problemen auseinanderzusetzen. Diese Kluft wird immer weiter. Und das schlimmste Szenario ist eigentlich, wie wir diese technologischen Fähigkeiten nutzen können zugunsten der menschlichen Natur und der Menschheit an und für sich. Wir brauchen diese ethischen, moralischen Kapazitäten für das Gemeinwohl. Und zwar nicht zugunsten derer, die am machtvollsten sind. Kommen wir nun zurück auf den europäischen Fokus, die europäische Perspektive. Wir haben bei der Einführung zu Ihrem Vortrag schon darüber gesprochen. Und denken Sie, wir sollten eine spezifisch europäische Perspektive zur digitalen Gesellschaft entwickeln? Und wie würde diese aussehen? Nein, also offen gesagt, ich denke nicht, dass es so etwas wie Europa überhaupt gibt. In meinem neuesten Buch, es heißt Die Krise Europas, The Crisis of Europe, da spreche ich auch darüber. Und ich denke, dass der Brexit nur der Anfang ist, der Auflösung von Europa. Die europäische Idee, dieses Teilen der europäischen Idee, das war eine wunderbare Idee, die ich immer unterstützt habe. Aber was wir nun sehen, ist genau das Gegenteil. Wir sehen diesen Zerfall und die Unfähigkeit Europas, als eine Einheit zu agieren. Wir haben keine gemeinsame europäische Identität. Also mal ganz ernst. Die Europäer haben sich seit Jahrhunderten immer wieder selbst gegenseitig getötet. Das ist eine ganz traurige Beobachtung. Und die Idee, ein europäisches Projekt ins Leben zu rufen, erfordert es auch, dass wir eine gemeinsame Praktik fahren, und zwar die eines gemeinsamen Europas, dass wir einen gemeinsamen Arbeitsmarkt haben, dass wir die gleichen kulturellen Institutionen und Mediensysteme haben. Aber das Einzige, was wir in Europa wirklich gemein haben miteinander, ist auch das, was wir mit dem Rest der Welt gemeinsam haben, und zwar die Nutzung des Internets. Die Europäische Union hat so etwas wie eine gemeinsame Internetpolitik. Also das wäre die Perspektive, die ich sehe, aber nicht die digitale Gesellschaft an und für sich. Denn in so einer extrem diversifizierten Welt, da sehen wir einige Gemeinsamkeiten in Europa in Bezug auf das Internet, aber mehr nicht.
Und es gibt einen größeren Fokus auf dem öffentlichen Interesse hier als in den Vereinigten Staaten beispielsweise. Es gibt mehr Datenschutz, es gibt mehr Bürgerrechte beispielsweise in Europa. Und es gibt viele Werte in Europa, die in der Bevölkerung akzeptiert werden. Und zwar sorgen diese für ein besseres Auseinandersetzen mit dem digitalen Zeitalter. Also das ist etwas, was wir in Europa sehen im Vergleich zu anderen Staaten in der Welt. Von daher sehe ich in dieser Hinsicht eine europäische Perspektive, diesen Versuch, Kontrolle über die technologische Transformation, diesen technologischen Wandel zu haben und dann auch Einfluss auf die Menschheit. Optimist and a pessimist at the same time. Das heißt, Sie sind Optimist und Pessimist gleichzeitig. Ja, so ist das Leben. Das bringt uns jetzt zum letzten Teil des Abends. Und der letzte Teil des Abends heißt die Suche. Und das ist sozusagen ein Fragebogen. Und dieser Fragebogen geht jetzt an alle Gäste unserer Serie, an alle Redner dieser Vortragsreihe. Und wir hoffen natürlich, dass wir andere, unterschiedliche Antworten bekommen oder vielleicht auch keine Antwort und kurze Antworten natürlich. Und so funktioniert das. Ich fange den Satz an und Sie beenden den Satz. Nein. Ich spiele mache keine Spiele. Das ist Wissenschaft, das ist ein Fragebogen. Aber Sie haben den Fragebogen da aufgestellt, aber ich kann das jetzt vielleicht nicht beantworten. Also, wenn Sie die Frage nicht mögen, dann beantworten Sie sie nicht. Nein, ich mag diese Methode nicht, also mache ich das gar nicht. Also, was ist Ihre Methode? Die Methode ist, was Sie gerade hier zum Ausdruck gebracht haben. Also, ohne Vorwarnung. Wir haben nicht vorgewarnt, weil das spontan sein sollte. Also, das sollte spontan sein, hier. Ich war den ganzen Abend spontan. Ja, das stimmt. Aber Sie waren jetzt nicht so spontan, denn Ihre Fragen sind jetzt nicht spontan. Warum sollte ich spontane Antworten auf nicht spontane Fragen geben? Das ist eine gute Frage. Ja, das, wenn ich sage, das, ich stelle die Fragen und Sie antworten und so weiter. Also ich versuche jetzt die erste Frage, denn das ist eine lustige Frage. Wenn ich die Möglichkeit hätte, das Internet neu zu erfinden, würde ich. Das ist das Problem. Ich habe mir diese Frage selbst nie gestellt. Also wir gehen hier in das Reich der Fantasie oder der Macht. Also Sie sind jetzt allmächtig. Sie haben die Macht, alles zu machen. Ja, bin ich aber nicht. Gut. Ja, tut mir leid, ich achte Sie wirklich sehr, aber diese Art von TED-Talk-Spielchen, nein, die mache ich nicht mit. Aber Sie sind eine wunderbare Person und alles, aber wir können gleich noch gemeinsam etwas trinken. Ja, das ist wunderbar. Ja, vielen Dank, Miriam. Wir möchten natürlich Ihnen danken. Also bekomme ich trotzdem noch ein Geschenk. Ja, natürlich. Also, wir haben uns so gefreut, dass Sie gekommen sind und Sie sollen ein Geschenk aus Berlin bekommen. Wir sind nicht wirklich eine Weingegend hier und können nicht Konkurrenz machen den spanischen Weinen. Das ist hier ein Fresspaket sozusagen aus Berlin, ein paar Berliner Spezialitäten, als Dank dafür, dass Sie nach Berlin gekommen sind. Sie sind herzlich eingeladen, noch für einen Drink hier zu bleiben. Und die nächste Möglichkeit, etwas über die europäische Perspektive zu erhalten, besteht am 30. Januar. Der nächste Gast wird Christoph Neuberger, ein Kommunikationswissenschaftler. Wir würden uns sehr freuen, Sie wiederzusehen. Sie haben noch sehr viele Fragen übrig, das weiß ich. Und das gibt Ihnen die Möglichkeit, hier an der Panorama-Bar noch anzuhalten und mit uns persönlich zu sprechen. Vielen Dank.